Hallo, bist du geboren worden? Bist du wirklich geboren worden? Stell dir vor, alle Verwandten, alle Hebammen und Ärzte, die deinen to deinen Gebur deine Geburt bestätigen könnten, wären tot. Es wird vielleicht nur noch deine eigene Erinnerung zählen, dass du dran glaubst, dass du als dieser Körper hier geboren wurdest. Und auch die Erinnerung von diesen geliebten Menschen, die dir sagen können, du bist geboren worden, ist auch kein Beweis dafür, dass das, was du bist, geboren wurde, jemals überhaupt. Selbst das Erlebnis einer Geburt, das Erlebnis von diesem physischen, emotionalen oder energetischen Erlebnis ist noch lange kein Beweis, dass du geboren wurdest, dass du überhaupt jemals ein getrennter jemand geboren wurde. Nur weil jeder Körper einzigartig ist und jeder Ausdruck einzigartig ist, heißt ja noch lange nicht, dass es da einen einzigartigen getrennten jemand drin gibt, der geboren wurde. Glaubst du dem Glauben, dass du geboren wurdest, wirklich? Oder versteht das, was versteht sowieso und weiß, dass es eh nie geboren wurde, dass es nur ein Spiel spielt der Trennung, der Einzigartigkeit hier in der Idee, ah ja, oder vielleicht die Idee zu haben, ja, ich bin jetzt mal so religiös und ich bin jetzt mal christlich und ich glaube dann mal dran, dass ich mal, wenn ich dann sterbe, in den Himmel komme oder in die Hölle. Nee, lieber nicht. Eigentlich, ich glaube, ich will, dass ich in den Himmel komme. Oder nee, ich glaube jetzt mal, ich bin Hindu oder Buddhist und ich glaube dann so an Wiedergeburt und dass ich dann wiedergeboren würde und weil ich natürlich gut war, natürlich in einen höheren, bla bla bla, Entwicklungszyklus. Oder dass ich irgendwann mal nicht wiedergeboren werde, weil ich geboren werde, weil ich ja so toll war und die Erleuchtung erlangt habe und so. Oder ich bin ein Nihilist, ein, keine Ahnung, einer, der an nichts glaubt und ich glaube an gar nichts, auch keine Ahnung. Ich glaube nicht mal dran, dass ich was glaube. Aber jetzt zum Thema wieder zurück. Bist du geboren worden? Interessiert dich das überhaupt? Oder ist es völlig irrelevant? Wahrscheinlich völlig irrelevant. Aber manchmal ist es doch schon sehr stark. Oh, ja, natürlich bin ich geboren worden. Ich kann ja hier in die Zusammenhänge rein und bla 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 und mit diesem Hin und Her. Weißt schon. Macht ja nichts. Also viel Spaß bei dem zu sein, was ist. Oder der Genuss des Nichtgenießens. Ich war ja so Jehu heiß. Aloha.